Rennfahrer-Romantik pur hier. Das ist genau das, was es ausmacht. Ja. Wichtig ist auf der Michael-Schumacher-Bahn, dass der Rennanzug aber auch rot-weiß ist, oder? Das war auf jeden Fall auch ein Grund, warum ich den rot gewählt habe. Ja, genau. Das glaube ich. Dominik, was machst du eigentlich im normalen Leben? Also im normalen Leben bin ich IT-Projektmanager. Ich glaube, das ist die Bezeichnung, die jeder am besten versteht. Genau. Okay. Das ist ja mal der krasse Gegensatz hier, oder? Ja, klar. Wenn man sonst den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, ist das schon ein bisschen anders hier. Ja, genau. Ich versuche zwar das ein oder andere Bürostuhlrennen im Büro, aber das hat noch keiner angenommen, das Angebot. Du fährst jetzt deutsche Meisterschaften in diesem Jahr. Ich fahre dieses Jahr deutsche Langstreckenmeisterschaft mit, ja, in der GTC. Also ich bin letztes Jahr erst eingestiegen. Ich muss selber noch sehr viel lernen. Das ist aber auch das Schöne, dass man in diesem Sport eigentlich nie auslernt, sondern immer sich verbessern kann. Und ich sag mal, je näher man den Bestzeiten kommt, desto schwieriger wird es und desto dünner wird die Luft. Wo fühlt man Schmerz, wenn man nach, ich weiß nicht wie viele Runden, aus einem Kart steigt? Werden Sie wahrscheinlich gleich noch merken. Also spätestens heute Abend beim Bier, wenn Sie es versuchen hochzuheben. Und ansonsten, was wichtig ist für einen Kartfahrer, ist Kondition. Weil das Ziel ist natürlich nicht auf eine Runde einfach nur schnell zu sein, das ist auch ein Ziel. Ja. Aber man muss ja die gleiche Leistung jede Runde, Runde für Runde immer wieder abrufen. Und das ist das Schwierige und Herausfordernde daran. Ist das wirklich so, wenn man so richtig fährt, dass man 2 bis 3 Kilo verliert bei einem Rennen? Ist das echt so? Also wenn man ein langes Rennen fährt, dann schon. Also wenn man 24-Stunden-Rennen, habe ich auch schon 2 Kilo verloren. Aber in der Regel bei 10-Minuten-Turns dann nicht. Sie sagten ja, Sie können es auch mir beibringen. Sollen wir mal reingehen, dass Sie mir so ein paar Tricks zeigen, wie man Kart fährt? Ja, sehr gerne. Ja. Können wir gerne machen. Wie bist du denn als Kind in den Kartsport gekommen? Also ich habe im Fernsehen den Namensgeber dieser Bahn hier gesehen, wie er einen Formel-1-Wagen bewegt hat. Also Michael Schumacher. Genau, ja. Richtig. Und dann hat in der Nähe eine Kartbahn aufgemacht und ich habe meinem Opa gesagt, komm, lass uns doch mal da hingehen. Und dann hat er mich tatsächlich mitgenommen. Und dann bin ich das erste Mal im Kart gewesen und da hat es mich sofort erwischt. Wie oft trainierst du für dich? So 1-2 Mal die Woche bin ich schon auf der Kartbahn, ja. Und wenn du dann rausgehst auf den Parkplatz und in dein normales Auto steigst, kannst aber danach noch ganz normal fahren, ja? Ja, ich hätte dir das sonst nachher auch gesagt, dass man da aufpassen soll, wenn man dann in die Lenkung greift, weil das natürlich schon ein spürbarer Unterschied ist. Hier haben wir eine direkte Lenkung, draußen hast du vermutlich eine Servolenkung. Ja. Das ist dann schon ein Unterschied und da ist schon der ein oder andere Gartenzaun auch kaputt gegangen in der Vergangenheit. So Dominik, wenn ich jetzt es bei dir lerne, womit geht es los? Was sind die ersten Schritte? Also wenn du noch gar nicht gefahren bist, dann würde ich sagen, fahren wir einmal gemeinsam. Mit diesem schönen Doppelsitzer da, dann fahre ich mal, nehme dich mit und zeig dir mal, wo es lang geht. Yeah! So. Das ist alles blind hier, ne? Okay. Durch. Mal erstmal langsam. Ich versuche immer so schnell wie möglich von A nach B zu kommen. Ob ich, egal welches Gefährt ich habe, egal welche Strecke ich habe. Ja. Alter Schwede. Für einen Kartfahrer ist jede Strecke eine Herausforderung. Ob der jetzt viele Kurven hat, wenig Kurven hat, hohe Geschwindigkeit, niedrige Geschwindigkeit. Wahnsinn! Ich bin mal gespannt, wie ich das gleich hinkriege, hier alleine fahre. Vielen Dank, es hat echt großen Spaß gemacht. Ja, bitte gerne, jetzt darfst du selber versuchen. Muss man ein bisschen irre sein für den Sport? Ein bisschen irre muss man schon sein, ja, genau. Also man duelliert sich hier bei teilweise recht hohen Geschwindigkeiten, fährt dann wirklich Rad an Rad, wie man so schön sagt, nebeneinander her und versucht den anderen zu schlagen. Ja. Letzter Tipp vor dem Rennen, was soll ich beachten? Nicht zu schnell in die Kurve reinfahren, lieber zu langsam, nicht, dass du anfängst zu driften und zu sliden. Danke dir.
bist jetzt vor mir extra langsamer gefahren, damit ich mal sehen kann, wie man Kurven fährt, oder? Genau, richtig. Ich habe dir die Linie gezeigt, bin ein bisschen vom Gas gegangen, damit du mitkommst. Genau. Du hast ein bisschen gebremst, deswegen bin ich da einmal hinten reingefahren. Ja, das habe ich. Ich dachte auch, ich würde mich aber ärgern dahin, aber machte es. Ja, nur leicht. Ne? Ja, ja, aber cool. Was sich auch keiner vorstellen kann, dir sprüht so ein bisschen Plastik, also der Gummi ins Gesicht, je nachdem und so. Das ist schon irre, oder? Das ist, ich glaube, das ist das, was du beschreiben wolltest mit Leidenschaft, ne? Ja, genau. Es muss nach Gummi riechen, es muss ein bisschen nach Abgasen riechen, das gehört einfach dazu. Rennfahrer, oder? Ja, genau. Also alle bekloppt. Ja. Das ist Rennfahrerromantik, oder? So ein Abendrot und man sitzt hier und fehlt noch ein Bierchen, ne? Ja, es fehlt der Grill und ein Bier, genau, ja. Das holen wir gleich nach, wenn die Kamera weg ist, okay? Genau, da wird aber nicht mehr gefahren, ganz richtig. Vielen lieben Dank, ich passe jetzt auf mit meinem Auto. Ja. Und ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß. Mir hat es echt viel Spaß gemacht. Das freut mich, ich hatte auch sehr viel Spaß, danke dir. Yay! Yeah. Unterarme pflegen ist jetzt angesagt. Vielen Dank, tschüss!